Es ist Pokal, es ist simpel in dem Fall. Es ist Pokal und das setzt was frei. Und darauf baue ich natürlich auch ein Stück weit, keine Frage. Ich gehe schon ziemlich stark davon aus, dass ganz Deutschland einen souveränen Sieg von Dortmund erwartet. Aber für uns ist das wirklich auch eine große Chance, in dieses Spiel reinzugehen, zu wissen, okay, es hat jetzt keine Auswirkungen auf irgendeine Tabelle, es hat keine Langzeitwirkung, sondern es geht wirklich darum, mutig zu sein, Fußball zu spielen. Und dann haben wir meiner Meinung nach auch die Möglichkeit, Dortmund zu ärgern. Und und dann kann man gewisse Dinge auch mitnehmen in die nächsten Wochen aus diesem Spiel. Wir wissen, in welcher Situation wir stecken in der Bundesliga. Wir wissen, wie ernst und Frank hat da aus meiner Sicht genau das richtige Wort. Auch dramatisch die Situation ist in der Bundesliga. Aber morgen spielt das keine Rolle und wir dürfen uns da auch drauf freuen. Auch die Fans dürfen sich da drauf freuen. Das ist, und ich merke es bei mir, vielleicht ist es angemessen oder nicht angemessen, aber ich sage es trotzdem, weil es ist und bleibt so bei mir. Ich will jedes Spiel gewinnen. Ich weiß, dass wir nicht in guter Form sind, aber ich will jedes Spiel gewinnen. Und so ein Spiel morgen umso mehr, eben weil es ein K.O.-Spiel ist. Und darauf freue ich mich. Ich persönlich mag sowas. Und ich glaube auch aus der Erfahrung der letzten 2,5 Jahre, dass unsere Jungs das eigentlich auch mögen, sowas. Und das hoffe ich, dass das auf die Mannschaft auch abfärbt, dass diese Freude da ist. Es ist ein K.O.-Spiel. Es geht, morgen Abend geht es um alles. Punkt. Aus. Und ich für mich kann nur sagen, das ist einer der Gründe, warum ich mich irgendwann mal dafür entschieden habe, gerne auf dem Niveau und den Job zu machen. Weil wenn dich das nicht kitzelt, dann gibt es nicht so viele Sachen, die an dem Job gut sind. Weil dann wird es Druck, negativer Druck. Aber für mich ist es morgen kein negativer Druck. Ich freue mich drauf. Vielleicht hilft ja auch, das Video von vor einem Jahr rauszuholen mit dem Elfmeterschießen in Dortmund. Inwieweit spielt das in der Vorbereitung eine Rolle, um vielleicht auch auf die Spieler positiv einzuwirken? Ich hatte eigentlich gehofft, dass alle, insbesondere die Dortmunder, das vergessen haben, weil ich befürchte, dass das sie ein bisschen anstacheln wird. Also eigentlich, aber wo sie es gerade ansprechen, kommen wir ja nicht drum rum. Für uns spielt es wenig eine Rolle. Andere Konstellation, andere Saison, anderes Stadion, andere Mannschaften auf beiden Seiten. Marco Reus ist und bleibt für mich einer der absolut besten Spieler der Bundesliga in beide Richtungen, offensiv wie defensiv. Was der vorbereitet an Laufwegen, was der für Räume aufreißt, wie clever er in die Tiefe geht, kommt, wie er anläuft, für mich wirklich überragend, wie er das Pressing auslöst. Und das ist auch ein großes Geheimnis der Dortmunder in den letzten beiden Spielen, insbesondere in Augsburg war es noch so, hatten sie noch ein, zwei Umschaltmomente, die nicht gut waren, aber da ist er nach wie vor für mich der entscheidende Mann. Und für uns kommt es wirklich darauf an, gewisse Dinge zu akzeptieren, die sie machen werden. Also auch spielerische Dinge, sich davon nicht nervös machen zu lassen. Ein Stück weit werden wir auch leiden müssen, definitiv. Definitiv werden wir leiden müssen. Wir werden nicht so viel Ballbesitz haben wie gewohnt. Wie wir mal gewohnt waren. Und dementsprechend kann man sich aber auf sowas auch einstellen. Und dann haben wir ein paar kleine Dinge gesehen, wo wir reinstechen wollen.